hat fast gestern fast punktgenau auf der hier in der Sendung genannten Unterstützung bei 11.835 wieder nach oben gedreht. Hier sieht man es im Chart. Das ist eine Fibonacci-Preiserweiterung eines 1-2-3-Tiefs, das wir ausgebildet haben zu Jahresbeginn. Diese Fibonacci-Preiserweiterung, die dient jetzt als Unterstützung, wurde als Unterstützung akzeptiert. Und jetzt bei einem Überschreiten von 12.026 und 12.180 besteht die Chance, die nächst höhere, die 4.23.6er Fibonacci-Preiserweiterung bei 12.531 zu erreichen. Der japanische Notenbankpräsident Kuroda sagte heute Morgen, dass er ohne Zögern weitere Geldschleusen für die Märkte öffnen würde. Und die chinesische Notenbank verkündet, dass die erste Phase der Reservesatzsenkungen heute in Kraft trete, was gut 14 Milliarden Euro zusätzlich in den Markt spüle. Es gibt ja Gerüchte, dass China noch eine weitere Reservesatzsenkung noch mal durchführen könnte. Aus der amerikanischen Fed war gestern auch einiges zu hören, da haben sich mehrere Vertreter gemeldet. Derzeit seien die Rahmenbedingungen für eine Zinssenkung nicht gegeben. Offenbar ist wohl der Absturz der Wall Street noch nicht stark genug, um ein Einschreiten zu rechtfertigen. Aber man diskutiert über diese Zinssenkung innerhalb der Fed und das ist ja schon, lässt ja schon tief blicken. Und man hört ganz klar, dass die Zentralbanken weltweit ihre schützende Hand über den Markt ausbreiten. Und man darf bei aller Unsicherheit um den Iran und China nicht vergessen, dass man sich als Trader niemals gegen die Zentralbanken stellen sollte. Es ist nicht schwer zu erkennen, meine Damen und Herren, die Wall Street diktiert, wo es mit der Politik in den USA hingeht. Der Absturz kam, als Trump China drohte und China Vergeltungsmaßnahmen ankündigte und als die Kurse dann noch weiter sanken, lenkte China ein und scheint jetzt auf, scheint Trump auf China zugehen zu wollen. Das stützt jetzt die Kurse wiederum. Die Signallage ist noch immer noch nicht klar, technisch bullisch. Da müssen wir jetzt über 12.026 im Anschluss 12.180, um dann eine Chance uns zu eröffnen in Richtung 12.531. Ich wünsche Ihnen heute einen erfolgreichen Handelstag. Ciao. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.